Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines, hier bei Heisenberg zockt. Ja, und guck mal hier, diese bemützten Männchen. Ich dachte, die sind hier schon wieder alle am Sterben. Danke für den Hinweis. Nein, hier tobt das Verbrechen, Mord und Totschlag. Ja, das führt hiermit auch zum Sterben, das ist richtig. Aber wir können es noch verhindern, indem wir hier nämlich ganz einfach Polizei hinstellen. Das habe ich wohl ein bisschen vernachlässigt. Wo war sie denn? Hier. Können wir schön bei den Straßen wieder gucken. Ja, hier ist grün, hier ist alles. Oh Gott, die haben alle keine Polizei. Haben wir Geld? 100.000. 60.000. Nein, das ist mir zu teuer. Was kostest du auch 60? 12. Okay, wir begnügen uns mit Polizeiwachen fürs Erste. Das müsste die Leute eigentlich auch schon, ja, freuen. Genau, da Smiley an Smiley. Dann hier unten mal noch. So, jetzt wieder gucken bei den Straßen. Hier oben passt's. Da hinten haben wir Industrie, das lassen wir mal so. Vielleicht hier unten noch ein so ein Teil. Ort ist bereits belegt. Okay, jetzt sollten wir das hier eigentlich soweit, glaube ich, in den Griff bekommen. Gut, was wir jetzt auch noch machen, ist mal das Müllproblem angehen. Denn ich habe eine neue Mod. Nochmal danke an die Community. Hier, Recycling Center. Das stellen wir doch glatt mal hier in die Industrie. Das macht nämlich, was macht das? Krach. Oh, das macht alles. Das macht Schmutz und Krach. Gut. Also nicht gut, aber egal. Ich drehe das mal. Moment, das ist ja eine Straße da. Wie man... Wie mache ich das am besten? Nochmal. Ich kann es nicht drehen. Warum kann ich es denn nicht drehen? Das legt sich irgendwie automatisch an. Naja, dann bauen wir es so. Und führen die Straße dann manuell weiter. Ja, sieht man schon hier oben. Sackgasse. Das werden wir ändern. Du kriegst ein neues Sträßchen. Da können wir eh gleich das Ganze so bauen, dass wir da weitere Industrie dann hinstellen können. Da machen wir aber mal eine Kurve, würde ich sagen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch langsam raus, wie das geht. So, dann hier biegen. Dann hat man hier den Scheitelpunkt der Kurve. Dann können wir das hier so machen. Genau, dass wir genug Fläche haben, links und rechts. Hier rein? Nö, da gehen wir hier rein. So, brauchen wir Industrie? Nein, brauchen wir nicht. Gut, dann lasst uns das gute Ding mal angucken. Ist halt Smog hier, man sieht kaum was. Sieht aber schon nett aus. Und in der Beschreibung steht, dass ja die Bürger ihren Müll auch selbst hinbringen können. Das ist doch auch nicht schlecht. Gut, Recycling Center. Aha. Bestens, die Polizei kommt. Irgendjemand hat da wieder Littering betrieben wahrscheinlich. Müll hingestellt, wo er nicht hin soll. Gut, was wir jetzt noch machen, wenn wir hier schon gerade daran dran sind, wir müssen da mal gucken wegen Stau da oben, ich weiß, aber ich möchte jetzt hier die Pumpen noch weg haben, diese Dreckschleudern, die hier das ganze Meer verpesten hier unten, oder Fluss oder was das dann auch immer ist, ist glaube ich, das können wir mal gucken. Ist das? Wo sind wir hier unten? Nee, das ist tatsächlich schon Meer, Meeresbereich sozusagen. Warum können wir denn keine Kachel mehr kaufen? Ja, ein bisschen mehr Leute gewinnen wahrscheinlich. Gut, können wir hier wieder zurück. Dann, wenn wir mehr Leute haben, müssen wir eigentlich auch wieder Kacheln kaufen können. Bevor wir die jetzt aber abreißen, werden wir jetzt natürlich neue von denen hier hinstellen. Large Clarifier mit Lärmbelastung. Nicht ins Industriegebiet, ist ganz klar. Sonst wird der das Wasser wieder verseucht. Aber wenn die halt Krach machen, wisst ihr was, dann bauen wir hier eine Straße irgendwo hin, wo es egal ist, dass sie Krach machen. Zum Beispiel, na, hier machen wir eben noch Industrie hin. Wir machen hier mal eine Straße runter. Dann haben wir die einfach schon mal gemacht. Kostet halt ein bisschen Geld. Das ist aber kein Drama. Und hier unten machen wir dann eher, würde ich sagen, zum Beispiel Büros oder Gewerbe hin. Ach, wir gehen noch ein Stück weiter runter. Ja, wobei am Meer, Moment. Am Meer unten ist es dann auch nicht ideal, wenn hier Krach herrscht. Da wollen wir vielleicht auch mal noch, keine Ahnung, ein paar Badegäste begrüßen oder so. Gut, also Wasser. Machen wir gleich mal in groß. Und jetzt bauen wir die aber natürlich nicht da rauf, sondern hier runter. Einmal, zweimal, dreimal. Machen wir mal vier Stück. Die sind ja auch nicht allzu teuer. Die brauchen jetzt noch eine Röhre. Und dann müssen wir gucken, ob das reicht. Oder ob wir ja noch mehr von denen bauen müssen. Ah, Strom haben sie hier auch keinen. Sehe ich gerade. Okay, aber hier unten haben wir Strom. Da können wir nochmal so ein Ding hochziehen. Nach hier hin. So, dann haben sie Strom. Das müsste jetzt eigentlich klappen.
zumindest. Ja, wenn es dann gegriffen hat, es dauert halt immer ein Momentchen bei dem Spiel. Jetzt haben wir die zusätzlich hingestellt. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir hier das Doppelte von dem, was wir brauchen. Nur eben, jetzt werden die hier unten abgerissen. Ja. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Den Strom brauchen wir. Den lassen wir hier stehen. Die Wasserröhre lassen wir auch mal stehen. Die Wasserrohre. Ich bin versucht, die zu verbinden. Obwohl man sie nicht muss. Nein, ich lasse es. Das kostet nur Geld. Gut, und jetzt gucken wir nochmal aufs Wasser. 210, 320.000. Das passt. Okay, gut. Hätten wir das auch erledigt. Oh, wir brauchen Wohnungen. Steht hier unten. Wir brauchen dringend neuen Wohnraum. Vielleicht hier nochmal so einen Bogen machen. Bis ganz rauf. Das wären dann einige Wohnungen. Ich würde mal sagen, das wäre gar nicht schlecht. Ich mache hier aus Prinzip wieder mit Bäumchen. Hier mal gerade, wenn es geht. Wenn wir das jetzt hier hinziehen, sind wir ein bisschen zu weit weg für meinen Geschmack. Das gefällt mir schon besser. Gehen hier mal hier hin, dann hier lang. Kommen wir da nicht näher ran? Nein, das geht nicht. Mit einer Kurve. Okay, dann machen wir hier die Kurve. Hier rein oder hier rein? Ich würde mal sagen, hier rein. Okay, der Bereich ist gedeckt. Dann gehen wir hier runter. Wie gesagt, ich baue das jetzt ganz bewusst nicht quadratisch, damit es ein bisschen, ja, sagen wir mal, organischer aussieht. So, die Bereiche hätten wir. Jetzt werden wir denen Wasser gönnen. Geht nicht. Geht nicht. Aha. Dann lassen wir das da stehen. Das geht auch. Gut, und dann zeichnen wir das ein. Und zwar dicht besiedelt. Hier mit dem großen Gestrüpp. Warum das großes Gestrüpp heißt? Tja, wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Ich weiß es nicht, oder? Witzige Leute, die hier das gebaut haben, also entwickelt haben. Heisenberg-Spiele baut man nicht. Nein, nein, nein. So, also diesen hier, jenen hier. Dann müsste sich das hier eigentlich entwickeln. Die Nachfrage haben wir, Wasser haben wir, Strom sollten wir auch haben. Hier unten würde ich dann eher wieder Gewerbe machen. Und hier vielleicht Industrie oder ein paar Büros so als Pufferzone. Oder wir lassen das mal hier soweit frei. Sieht witzig aus, wenn man hier sowas Doofes. Was haben wir denn noch? Ja, eben, da oben, der Stau. Ich mach mal hier weg, dass wir mal gucken können. Ja, guckt, die Wohnungen kommen hier schon angeschossen. Sehr nett, da hinten wird auch gebaut. Cool. Das gefällt mir irgendwie mit diesen Gerüsten. Das ist sehr nett. Das ist halt eben, es ist ein bisschen wie bei Tropico. Da haben sie das auch. Dass die, ja nicht nur die Wohnungen, die ganzen Gebäude gebaut werden und erst die Gerüste hochgezogen werden. Hier haben wir die Uni. Ja, das kann man glaube ich mal so lassen. Vielleicht noch ein Park. Was haben wir denn hier noch? Botanischer Garten. Aha, 15.000. Oh, aber jetzt, das hat Geld gekostet. Was war denn jetzt so teuer? Keine Ahnung. Naja, die zahlen alle wieder Steuern. Aber, ach, lass uns den Botanischen Garten mal machen. Den haben wir noch nicht. Den machen wir mal hier hin. Oh, ja, ja, guck mal. Hey, der ganze Stadtteil jubelt. Hier ist der Eingang. Sehr nett. Auch ein sehr schönes Modell. Das haben sie ja schon raus, dass die Sachen halt wirklich gut aussehen. Hier mit Springbrunnen. Nett. Gut. Da bauen sie gleich daneben. Verständlich. Oh, und hier. Ein erster. Ja, Wolkenkratzer ist übertrieben. Ist ein Hochhaus. Ja, ein Wolkenkratzer ist auch ein Hochhaus. Ich weiß. Aber, ja. Egal. Stau. Wir wollten Richtung Stau. Der Stau war hier hinten, ja, und das ist nicht wirklich besser geworden. Nein, 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 das ist. Wo wollt ihr denn alle hin? Jetzt ist es in einem Kommentar, wenn du ein Fahrzeug anklickst, dann siehst du, wo der hin will. Ist klar, ein Fahrzeug, ja, aber wir haben hier halt zu viele, da bringt das irgendwie nicht viel. Oh, kleine Stadt. Sehr schön, erreichen seine Bevölkerung, das haben wir. Den Zug können wir schon, wir können schon den Zug. Ich habe die U-Bahn, glaube ich, verpasst. Und einzigartige Gebäude, das müssten wir halt auch mal noch machen. Die vergesse ich immer ein bisschen. Die hatten wir hier. Können wir uns hier noch was leisten? Boah, das, die Sachen sind halt alle ordentlich teuer. Das würde ich jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich. 68.000? 18.000.
Wir stellen mal so ein Teil hin. Bewirken die eigentlich auch irgendwas oder ist das einfach die Optik? Ich glaube, die Leute freuen sich, wenn man es... Ja, ja, genau, die Leute freuen sich. Das ist ja ganz interessant, dass sich Menschen freuen, wenn die Steuerbehörde nebenan einzieht. Ja, gut, man muss nicht so weit laufen, wenn man denen sagt, dass man die Steuern nicht bezahlen kann. Das ist auch wahr. wo machen wir euch hin? Wir machen euch mal hier zum Kreisel. Tatsächlich. Ja, gut, das ist aber... Also im Vergleich zu vorher... Hier irgendwie beim Botanischen Garten. Ja, ist dann doch irgendwie realistisch gehalten, das Ganze. Sieht aber schon nett aus. Hier drin. Jetzt, ja, wir sind noch nicht beim Stau. Hier drin würde ich halt gerne auch noch bauen. Das geht nicht. Aber das geht natürlich, wenn wir hier Feldweg durchziehen. Das teste ich jetzt einfach mal. So, einmal Feldweg. Und dann könnten wir hier nochmal dicht besiedelte Wohnungen machen. Brauchen wir zwar im Moment keine. Ich mache das jetzt einfach mal. Da mal gucken, ob der Kreisel dann nicht ein bisschen netter aussieht. Hier vielleicht noch ein paar Bäume hin. Bäume hatten wir. Wo hatten wir denn die Bäume? Hier waren die Bäume. Genau. Ein paar Palmen. Palmen sind immer schön. Allerdings eher ein bisschen an den Rand, damit da dann eben auch noch gebaut werden kann. Im Moment baut noch keiner. Es will niemand Richtung Kreisel. Es wäre vielleicht sowieso schlauer, man würde die Bäume erst bauen, wenn da wirklich gebaut wurde. Wasser hätten sie hier. Fehlt ein kleiner Zipfel. Den kriegen sie noch. Wir sind ja nicht geizig. ja. Wahrscheinlich. Oh ja, okay. Das Ding hier. Wisst ihr was? Damit werden wir jetzt auch mal noch abrauschen. Da müssen wir aber zuerst das ganze Teil entleeren. Dann können wir damit umziehen. Das habe ich ja gebaut, weil die Müllwagen nie durchkamen. Aber hier das, die Recyclinganlage soll wirklich die Lösung sein für dieses Problem, das man dauernd hat mit dem Müll. Gut, Feuerwehr. Passt mit den Straßen soweit. Vielleicht hier unten noch. Okay, 49.000. Ihr seht schon, ich drücke mich vor dem Stau. Nein, mache ich eigentlich nicht. Was ich gerne machen würde, wäre... eine unterirdische Autobahn. Beziehungsweise, das muss nicht mal eine Autobahn sein, einfach eine Straße, die irgendwie hier runterführt, damit die ganzen Fahrzeuge, wo sie auch immer jetzt hier die vielen hinwollen, die können sich das schenken, dass sie hier anstehen, sondern die können dann direkt da rein. Jetzt, das Problem daran ist wahrscheinlich, dass dieser Kanal zu tief ist. Ich glaube nicht, dass wir da unten durchkommen. Ja, wir können es ja mal versuchen. Wir gehen jetzt mal hier aus der Autobahn raus. Na. Auffahrt. Aber wir können natürlich eine Brücke machen hier hinten. Das würde natürlich auch gehen. Wir schauen jetzt mal. Der Verkehr kommt von hier. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel rausgehen. Ne, müssen wir nicht mal. Wir machen eine separate Ausfahrt. Oder wir machen hier doch einen Bogen. Geht das? Das geht sogar sehr gut. Vielleicht ein bisschen größeren Bogen. Sieht dann vielleicht sogar noch ein bisschen nett aus oder ungewöhnlich. Jetzt müssen wir hier aber runter. Genau. Dann hier wird es natürlich den Stau dann nicht lösen. Aber dafür sieht es cool aus. Sonst machen wir das nachher anders, wenn dann alle hier stehen. So, jetzt hier nochmal runter. Hm. So weit können wir runter. Dann kommen wir hier unten durch. Jetzt gehe ich mal ganz runter, also auf maximale Absenkung. Ja, seht ihr, das geht nicht. Der Kanal ist einfach zu tief. Vielleicht ging es, wenn der Kanal ein bisschen höher wäre, aber das möchte ich jetzt nicht umbauen. Jetzt möchte ich zuerst hier die Autobahn bauen. Aber dann machen wir die so, dass die halt nach hier hinten geht und hier dann mit einer Brücke rüber. Also, die macht hier so einen Bogen. Die darf eigentlich schon wieder ein bisschen höher. Dann sind wir nicht so tief in der Erde drin. Also ist ja nicht eine Autobahn. Wir sind immer noch bei der Ausfahrt. Jetzt machen wir hier aber eine normale Straße dann draus. Hm, vielleicht doch in der Breite. Kostet natürlich auch ordentlich Kohle. Sollen wir sie mal ausbauen, können wir sie ja immer. Ich glaube, das geht auch bei einem Tunnel. Sonst werden wir es merken. Ja, Bäume brauchen wir nicht. Im Tunnel drin brauchen wir keine Bäume. Mal nach hier vorne. So, jetzt hier mit einer Biegung und jetzt aus der Erde raus. Das würde sogar gehen. Okay, und jetzt hier auf eine Brücke. Ach, das geht sogar so. Okay, und hier hinten gleich wieder in die Erde
oder beziehungsweise unter die Erde. Mal ein bisschen ranzoomen, damit ich sehe, doch, das geht. Das geht hier wieder runter. Okay, dann sind wir hier. Da gehen wir auch noch raus. Aber das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Nicht genügend Geld. Okay, wir stellen schneller, denn wir verdienen. Das ist eine Frage der Zeit. Aber warum verdienen wir denn so wenig Geld? Ich glaube, das hat mit der Industrie zu tun. Wir haben zu wenig Spezialisierungen. Wir müssen nachher mal nochmal schnell die Spezialisierungen betrachten. Und vielleicht können wir da nochmal irgendwo generische Industrie hinpacken, die ein bisschen Geld verdient. Denn so ist schon. Also jetzt hier warten, bis da die 30.000, das ist... Jetzt geht's. Aber dann kommen wir nicht hier runter. ist halt, ja, kostet. Da war 34.000 kostet das. Ja, aber ich möchte es so. Ich möchte hier wirklich unten durch. Klar, wir hätten jetzt auch hier unten durchgekommen. Das ist aber egal, denn... ja. Das sieht ja wieder aus. Wir bauen ja hier hinten auch noch. Also das ist dann... Jetzt hör mal auf zu zappeln, Heisenberg. Hier auf der rechten Seite bauen wir dann auch noch. Das heißt, das ist ja dann mitten in der Stadt drin. Kann ich jetzt? 42.000. Doch, jetzt müsste ich eigentlich bauen können. Bauen wir das mal. Ja, so mit der Kurve haben wir gesagt. Nicht genügend Geld. Es ist ja schon... Auf Maximaltempo sind wir. Oh, wir müssen dann... hier unten noch zur Erde raus. So, jetzt können wir es hier hinbauen. Das geht nicht mit dem Verbinden. Da müssen wir tatsächlich zuerst wieder Boden unter den Füßen gewinnen. So, das ist doch gar nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch genutzt wird. Das muss ich vermutlich erst rumsprechen. Da kommen wir raus. Können wir hier auch noch bauen? Das wäre natürlich auch noch. Ja, können wir. Was brauchen wir? Eigentlich alles. Wir brauchen noch mehr Wohnungen. Dann gibt es hier nochmal dicht besiedeltes Gebiet zwischen Kanal und Autobahn. Mal gucken, ob das genutzt wird. Halt nicht richtig erwischt. So, das passt. Haben sie jetzt eigentlich beim Kreisel schon was? Oh ja, haben sie. Sehr schön. Guck mal, da stehen tatsächlich die Häuser. Ich mache mal wieder langsamer. Sonst komme ich hier nicht hinterher. Bäume. Jetzt können wir nämlich die Bäume hinmachen. Denn hier werden sie nicht mehr bauen. Da haben sie den Platz nicht. So, und dann ist das doch so eine richtig schöne kleine Oase eigentlich. Hier noch. Haben wir sonst noch was? Da geht es ja noch weiter. Ja, eine andere Art von Baum. Okay, hier so ein europäischer Gedenkbaum. Hier ist 20% voll. Da müssen sie noch arbeiten. Okay, Leben tun noch alle. Hier nochmal das Wasser kontrollieren. Das passt auch, passt auch. Mal bei der Bildung nochmal vorbeisehen. Ja, das wird dann hier eher langsam eng. Hier sind wir schon drüber. Das heißt, wir brauchen eine Oberschule. Können wir uns aber nicht leisten. Die Uni, die passt noch. 21.000. Stell doch mal wieder ein bisschen schneller. Das gefällt mir zwar nicht wirklich, dieses schneller stellen. Aber ja, was soll man tun? Fahrt mal da runter. Was soll man tun, wenn man kein Geld mehr hat? Also im Moment wird es noch nicht genutzt, aber eben, ich habe den Verdacht, dass das einfach ein Momentchen dauert. Oder wir geben ihnen noch eine andere Möglichkeit zur Zufahrt. Vielleicht wollen sie doch nicht hier rein. Ist dann zwar ein bisschen ungewöhnlich, das Ganze. Ja, eben, U-Bahn auch noch. Eben, aber das Problem ist, wir haben so viel zu tun. Aber ich muss hier schnell stellen, damit wir wieder zu Geld kommen, damit wir das überhaupt alles tun können. Also, was ich jetzt hier schnell mache, ist in dem Fall, ja, ein bisschen, ja, doch, das mache ich so. Wobei, die kommen da so nicht rein. Da müssen wir wieder eine Kurve machen. Moment. Wenn wir hier rausgehen, dann wird es doch gehen. Nein, ist zu nah. Ort ist bereits belegt. Womit denn? Hier geht's. So, jetzt geht's hier auch. Falsche Richtung. Moment. Die müssten jetzt eigentlich hier ja rauf können. Und dann hier runter. Da ist aber nichts eingezeichnet. Ist das hier nicht verbunden? Nee, das ist nicht verbunden. Das war jetzt Käse. Moment, das machen wir nochmal. Das machen wir auch nochmal. Das machen wir auch nochmal. Das machen wir auch nochmal. Gut, bauen wir es nochmal. Ja. Oh, neues Gebäude.
Ja, ich dachte neues Gebiet. Neues Gebäude. Hier. Jetzt kommen wir ja von... Nee, wir fahren hier runter und wollen dann hier rein. Das heißt, wir brauchen die Einbahn, wenn dann in diese Richtung. So, dann hier diesen und dann eben den Bogen machen. Nochmal gucken. Eigentlich so. So müssen wir das machen, dass man so da rein kann. So, jetzt müsste es aber eigentlich stimmen. Warum ist denn hier immer noch dieses T? Ist das in dem Sinn nicht verbunden? Oder ist das in die falsche Richtung? Also nochmal Straße. Jetzt wird es doch tatsächlich noch kompliziert. Zum Ende hin. Hier haben wir die Verbesserung. Da passiert in dem Sinn nichts. Ja, wir wollen ja hier raus. Hier rauf und dann hier rum. Das stimmt schon. Warum das jetzt hier irgendwie nicht verbunden ist, ist mir ein Rätsel. Ich nehme es nochmal weg und versuche es nochmal. Jetzt muss ich das hier wieder wegnehmen. Rechtsklick, habe ich gelernt. Dann geht es auch besser. Man müsste nur noch am richtigen Ort klicken. Jetzt haben wir hier dieses Zeichen, das Sackgasse-Zeichen. Das kommt doch, wenn es eigentlich nicht funktioniert. Aber wir haben ja jetzt wirklich gemacht, dass sie hier raus können und hier rüber und dann hier runter. Warum funktioniert denn das nicht? Weil ich es nicht an einem Stück gebaut habe. Ja, ich nehme es nochmal weg. Hilft ja nichts. So, nochmal ein Sträßchen. Aha, das funktioniert. Gut. Jetzt sollten wir hier aber diese Kurve haben. Ja. Jetzt hat es geklappt. Okay, gut. Mal gucken, ob sie das nutzen. Ist sicher ungewöhnlich. Oh, ein Fahrzeug. Da ist ein Fahrzeug reingefahren. Ich habe es gesehen. Also, vielleicht nutzen sie es. Ja doch, und sonst werden wir noch ein bisschen was anderes machen müssen. Nicht eher einen Kreisel machen, wäre auch noch ein Vorschlag gewesen. Aber dann müssen wir wieder alles abreißen. Und dann blutet mir wieder das Herz. Das möchte ich dann auch nicht. Aber zur U-Bahn werden wir natürlich relativ bald dann mal kommen. Was ich schon mal gemacht habe, sind neue Busse. Hier, 80 Passagiere, die haben andere Kapazitäten. Wir haben noch einen Bus, der hat sogar eine Kapazität von 130 Passagieren. Den sehe ich jetzt natürlich gerade nicht, aber den haben wir auch irgendwo. Also, das heißt, mit den Bussen müssen wir schon mal ein bisschen was machen können. Und nachher setze ich eben meine Hoffnungen dann doch primär auf U-Bahn und vielleicht sogar Zug. Zug können wir ja auch schon machen, stimmt das? Tatsächlich. Wir müssen hier dringend was machen in Sachen Verkehr. Aber hier unten fragen sie schon wieder nach neuen Gebieten. Die werden wir ihnen natürlich auch gönnen. Machen wir dann in der nächsten Folge. So, mit diesem schönen Bild von diesen vielen schönen Autos sage ich euch Tschüss. Danke, danke fürs Zusehen. Ich bin abgerutscht. Und hier noch ein Ferrari Testarossa. Das ist auch eine Mod. Da fahren wir dann mal noch mit in der Ego-Perspektive. Das ist versprochen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.